Ja, hallihallo. Es ist wieder einmal Zeit für ein kleines Video, habe ich mir gedacht. Ich bin, wie ihr hier seht, auf der Runde mit dem Hund. Und ja, wie ihr seht, sind wir auf den Spuren der jüngsten Sturmschäden, die Friederike, so hieß das Sturmteam, uns gebracht hat. Und dieser Post ist ja überschrieben, ein bisschen provokant und ein bisschen halb im Scherz, aber eben nur halb im Scherz, dass es mit der Gesundheit wie mit dem Wetter ist. Voraussagen sind schwierig. Bleiben wir mal beim Wetter. Die Schäden, die der letzte Sturm angerichtet hat, beliefen sich auf ungefähr 500 Millionen in Deutschland. Hat letztens ein Versicherer mitgeteilt. Und diese Schäden sind hoch, aber sie sind relativ überschaubar gewesen, auch was Personenschäden angeht, weil es das Instrument der Vorhersagen gibt, Wettervorhersagen. Diese Vorhersagen sind immer irgendwie ein bisschen Gegenstand von Streit, weil sie ungenau sind. Trotzdem sind sie im Verlauf der Zeit immer genauer geworden und immer wichtiger. Und ich glaube, niemand würde sagen, dass wir darauf verzichten sollten, Wettervorhersagen zu machen, weil es wirklich hilfreich ist, diese Vorhersagen zu bekommen und wir uns darauf einstellen können. Wir können im Haus bleiben, wir können bestimmte Reisen nicht unternehmen oder wir können uns, wenn die Vorhersagen noch drastischer werden, mit Lebensmitteln eindecken. Wir können eben uns darauf einstellen. Also niemand würde, glaube ich, ernsthaft dafür plädieren, diese Vorhersagen abzuschaffen. Und im Zweifelsfall haben sich die Vorhersagen eher als zu wenig drastisch erwiesen, als zu viel. Das unterscheidet sie von Wahlvorhersagen. Aber das ist ein anderes Thema. Also Wettervorhersagen sind ziemlich genau. So, was die Gesundheit anbelangt, da ist es in gewisser Weise ähnlich. Das heißt, wir wissen nicht, wie sich unsere Gesundheit entwickelt, was uns persönlich betrifft. Wir haben die Hoffnung, dass wir in hohem Alter jung sterben. Das heißt, dass wir gesund bleiben, körperliche Funktionen einfach gut erhalten bleiben. Aber dass es etwas ist, was uns in späten Jahren erst erreicht, sodass wir vorher ein erfülltes, aktives Leben führen können. Interessanterweise haben wir hier einen Zustand, bei dem die Wettervorhersage für die Gesundheit kaum ernst genommen wird. Ja? Die Forschung zeigt immer klarer, zumindest die Forschung, die unabhängig ist, zeigt immer klarer, dass es wichtig ist, sich auf den drohenden gesundheitlichen Sturm als Gesellschaft einzustellen. Diabetes ist eine Krankheit, die immer stärker wächst und die allein schon, was die Behandlungskosten angeht, die Volkswirtschaft zu überfordern droht. Andere Erkrankungen wie Krebs oder Demenz, Alzheimer, ähnlich. Ja? Also allein, was jetzt hier an Seniorenheimen gebaut wird, in der Erwartung von immer mehr pflegebedürftigen alten Menschen, ist Wahnsinn. Und das ist ein Umkehrschluss, auch eine Folge dessen, dass die ernstzunehmenden wissenschaftlichen Voraussagen nicht gehört werden. Und diese Voraussagen, die auch hier ich mit diesem Blog in laienhafter, aber ich glaube dann doch auch ernstzunehmender Weise treffe, die sagen klipp und klar, es ist wichtig, sich mit einer ausreichenden, qualitativ hochwertigen Grundversorgung an allen essentiellen Mikronährstoffen zu versorgen. Auch die Mikronährstoffe, die nicht per se essentiell sind, weil der Körper sie selber herstellen kann, sollten in ausreichendem Maße zugeführt werden, weil die Umwelt, in der wir leben, ja, die Schäden
auch der Umwelt, die Vergiftung, die Strahlung und vieles mehr, ihren Tribut zollen von dem, was unsere Leistungsfähigkeit mitbringt. Das heißt eben auch, dass Nahrung längst nicht mehr das enthält, was sie früher enthalten hat. Wir hören immer wieder, dass es ausreicht, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Theoretisch stimmt es auch, aber das stimmt nur dann, wenn wir auf einer einsamen Insel leben, die frei ist von Emissionen, von Giftstoffen, von Strahlung, von Stress. Dann ist es sicherlich möglich, sich da ausreichend und ausgewogen zu ernähren. In der Zivilisation, in der wir heute leben, mit dem Stress in der Arbeitswelt, mit dem Eintrag von Pestiziden, von Herbiziden in unsere Umwelt, die sich im Trinkwasser finden, die sich in der Nahrung finden, sind das alles Faktoren, die unseren Stoffwechsel zusätzlich belasten. Komischerweise hört auf diese Wettervorhersage kaum jemand. Also ihr ausgenommen, ihr schaut ja dieses Blog, dieses Video, ihr lest diese Zeilen und das ist etwas, was ich an dieser Stelle einfach mal auch euch mitgeben möchte als Argumentationshilfe. Ja, wer sich diese hier, die in der Natur, ja, der weiß, wie wichtig es ist, eine gute, belastbare Wettervorhersage zu haben. Wer sich die demografische Entwicklung anschaut, wer sich anschaut, was im Bereich der Erkrankungen vor sich geht und auch der Beweislage dort, also Diabetes beispielsweise, ist eben keine unmittelbare Folge von Fettleibigkeiten. Das heißt, die Leute, die an Diabetes erkranken, sind nicht selbst schuld, weil sie dick sind, sondern es gibt eben auch Menschen, die diese Krankheit bekommen, viele Menschen sogar, zahlenmäßig sogar mehr, die dünn sind und erkranken. Das könnte nicht sein, wenn die Argumentation der Industrie stimmen würde, dass es einfach nur eine Folge von mangelnder Bewegung ist und von zu viel Kalorienkonsum. Nein, dort ist ganz klar belegt, dass Zucker die Ursache ist, die Zunahme von Zucker in unserer Ernährung, die Ursache dafür ist, dass die Erkrankung an Diabetes und viele andere auch, das metabolische Syndrom enthält mehrere Bilder, mehrere Krankheitsbilder und nicht nur Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, also Fettleber und dergleichen. Das ist eine direkte Folge der zunehmenden Verwendung von Zucker in unserer Nahrung. Lebensmittel, kaum noch etwas ist ohne Zuckerzusatz erhältlich. So, und vor diesem Hintergrund ist die Wettervorhersage für eure Gesundheit. Sorgt vor. Versorgt euch mit ausreichend hochwertigen, natürlichen Vitalstoffen. Dann könnt ihr die Stürme, die da draußen warten, auch besser wettern. Und wir als Gesellschaft sollten es erst recht tun, denn wir müssen ansonsten für die Folgen aufkommen, die sich in immer mehr Kranken und nicht leistungsfähigen Menschen auszeichnen. Das ist eine Last, die kaum jemand auf Dauer tragen kann. Mit diesem etwas ernsten Zwischenruf wünsche ich euch einen schönen, gesunden Tag und freue mich auf die nächste Begegnung. Bis dann. Ciao.